Hi und damit willkommen zur Roomtour des neuen Campervans. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum herum, kommt am besten mal direkt mit rein. Und damit willkommen hier im Eingangbereich des Vans. Ich habe euch jetzt einfach mal auf die andere Seite gestellt, damit ihr so ein bisschen ein Raumgefühl bekommt, wie unser vorderer Bereich hier aussieht. Wir beginnen direkt mit dem Eingang und zwar, was befindet sich hier für eine Art Box? Dabei handelt es sich zum einen um eine Sitzmöglichkeit. Hier sitzen wir super gerne einfach mal morgens, trinken entspannten Tee oder einen Kaffee, nehmen uns noch irgendwie ein, zwei Kissen hinten dran, machen die Schiebetür auf und schauen einfach mal ein bisschen raus aufs offene Meer. Aber zum anderen befindet sich hier unter dieser Sitzmöglichkeit auch noch einiges an multifunktionalem Zeug. Zum einen ein WC für unsere kleine Katze Joey, es ist ein Kater. Den haben wir hier eine kleine Katzenklappe eingebaut. Er hat da sogar eine Beleuchtung mit drin und dementsprechend muss er nicht im Dunkeln aufs Klo. Ein bisschen Vorratszeug von ihm ist da noch, ein paar Snacks, ein bisschen Katzenstreu und so weiter. Ist da alles mit unten drin in diesem linken Drittel und in diesen anderen zwei Dritteln auf dieser Seite sozusagen befindet sich zum einen unsere Trockentrenntoilette. Dieses Mal von Boxio heißt die Firma, glaube ich. Das ist eben komplett aus Kunststoff. Im letzten Van haben wir auf Kiltweg gesetzt. Die kostet aber, glaube ich, das Drei- oder das Vierfache und ist uns am Ende auch ein bisschen gebrochen. Da sind Scharniere kaputt gegangen. Man kann die nicht komplett reinigen, weil sie eben aus Holz ist und dementsprechend dachten wir, hey, probieren wir mal diese Boxio-Lösung aus und die ist bisher echt super. Ihr findet übrigens, an der Stelle kann ich das kurz erwähnen, alle Produkte, über die ich hier rede, die ich irgendwie verbaut habe oder sonstiges, in der Videobeschreibung verlinkt. Falls euch irgendein Produkt interessiert, was es ist oder ihr es nachkaufen wollt für euren Van oder für euren Ausbau, was auch immer. Genau. Ansonsten, neben den beiden Toilettenmöglichkeiten unter dieser Sitzecke hier sozusagen, gibt es noch die Möglichkeit, einen Duschvorhang komplett über sich hochzuziehen, den hier oben einzuhängen in den vier Haken, zack, zack, zack und zack. Und schon hat man sozusagen wie eine Art mobile Duschkabine, die man um sich rumzieht. Das Ganze geht dann hier auch um unseren Lüfter, um unseren Ventilator. Und man stellt das Ganze dann einfach auf Abluft und gut ist. Das ist wirklich eigentlich eine super Sache, falls wir doch mal die Indoor-Dusche verwenden und nicht die Outdoor-Dusche. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen, was es mit der Outdoor-Dusche auf sich hat. So viel nur kurz als kleiner Spoiler vorab. Ansonsten zu unserem Lüfter. Da hatten wir im letzten Van einen mechanischen, den man nur mit von Hand bedienen konnte. Das Problem, wenn es mal anfängt zu regnen oder wenn man irgendwie abends schon im Bett war und dann doch was ändern wollte, dann zum einen entweder kann es reinregnen oder man muss dann nochmal aufstehen und sonstiges. Hier haben wir jetzt einen elektrischen Lüfter, das ist ganz cool, der hat eine Fernbedienung. Da kann man zum einen natürlich die Klappe öffnen und schließen, die Intensität von Zu- oder Abluft regeln und zum anderen ist hier noch ein Regensensor mit einer Kontaktschleife verbaut. Sobald bei der Kontaktschleife eben Wasser draufkommt, ist Kontakt hergestellt und das Ding geht automatisch zu. Das heißt, es kann nicht mehr in den Van reinregnen, was wirklich recht praktisch ist. Das Gute ist auch, der ist jetzt nicht von Max Air oder Fan Air, wie die Dinger heißen, diese Premium-Teile für 700 Euro, glaube ich, so ein Lüfter oder 600. Das Ding kostet, glaube ich, zwischen 200 und 300 Euro. Auch das, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Absolute Empfehlung. Das Ding hat sogar eine Sprachsteuerung, die offline funktioniert. Die verwenden wir jetzt nicht, aber theoretisch mit an Bord. Ansonsten hier oben, ich denke, wie in jedem Van gibt es ein bisschen Stauraum noch. Da haben wir sowas wie unsere Surf-Ponchos, ein bisschen Kamera-Equipment von mir und so weiter. Also das ist eher so eine kleine Verstauschublade oder so ein kleiner Stauraum einfach da oben. Hier haben wir Thermovorhänge, die sollen Thermovorhänge sein, weiß ich jetzt nicht so richtig, aber auf jeden Fall haben sie bisher ihren Job gut erfüllt. Wenn es vorne warm ist, machen wir die Dinger zu und da bleibt es hier drin oder hier hinten im Hauptbereich eigentlich relativ kühl. Im Vergleich zu einem anderen Van haben wir hier jetzt auch endlich einen Durchgang. Dadurch, dass ich jetzt zwei Vans gebaut habe, einmal mit und einmal ohne Durchgang, kann ich das kurz aus Erfahrung berichten. Würde ich nie wieder anders bauen, war perfekt oder ist perfekt jetzt, wenn man einfach die Möglichkeit hat, wenn man mal versiffte Schuhe hat, einfach vom Fahrerhaus die kurz auszuziehen und hier kurz drüber zu steigen und hier nicht den ganzen Van immer voll zu siffen. Also das ist wirklich
ja, eine Sache, die wir nie wieder anders eigentlich machen würden, falls es nochmal irgendwann einen dritten Van geben wird. Aber jetzt leben wir hier erstmal ein Weilchen in Van Nummer 2. Hier oben befindet sich ein kleiner Bastkorb, den können wir rausholen. Da haben wir alles Mögliche an so Warmhalteutensilien mit drin, Mützen mit integrierter Stirnlampe, die kann ich euch auch empfehlen, auch mega geil, die nutzen wir auch voll oft, wenn wir abends Feuerholz suchen oder man mal irgendwie noch am Strand läuft oder sonstiges. Warme Socken, Hüte und so weiter, also alles, was ein bisschen warm hält oder gegen Sonne schützt. Den können wir hier einfach wieder verstauen. Unten drunter geht es weiter mit unserer rechten Schrankwand. Wenn wir die aufmachen, seht ihr, da geht auch schon direkt Licht an, denn wir haben im gesamten Van, wie auch schon bei Joeys Katzenklo, passive Beleuchtung mit Bewegungsmeldern verbaut. Das Ganze gibt dem Ganzen einfach einen hochwertigen Look, beziehungsweise wenn man das öffnet, fühlt sich es einfach schöner und nicer an. Also kann ich euch auch absolut empfehlen, die Teile einfach überall zu installieren, wo es wirklich nötig ist. Wir haben hier oben einmal einen Bereich mit Nudeln, Mehl, Backzubehör und so weiter, also alles Trockengelagerte. Drunter geht es weiter mit zwei kleinen Kosmetikschubladen. Jeder hat eine sozusagen, meine Freundin eine und ich eine. Ihr seht, meine ist ein bisschen leerer und nicht ganz so prall gefüllt. Drunter haben wir noch ein Fach mit unseren ganzen Soßen, beispielsweise Sojasauce, Olivenöl, Sonnenblumenöl. Was haben wir hier noch alles? Rapsöl, Essig, Nutella, Honig, Aufstriche, Tabasco und so weiter. An der Türe ist dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen, hängt noch ein kleiner Spiegel. Der hat auch schon diese goldenen Elemente. Auch die werden sich durch den gesamten Van ziehen, wie ihr gleich sehen werdet. Den kann man auch abmachen. Der ist hinten einfach mit doppelseitigem Klebeband und Klett befestigt, dass er nicht während der Fahrt da rumbaumelt. Und den nutzt meine Freundin eigentlich, wenn dann mal, als Schminkspiegel. Ich selber habe da eigentlich wenig Verwendung, außer ich rasiere mich mal irgendwie im Gesicht und es soll wirklich akkurat werden. Aber ansonsten ist der eigentlich von mir nicht in Gebrauch. Unten drunter kommt eine Schublade mit unserem Induktionskochfeld. Das kann bis zu 2000 Watt. Mit dem sind wir bisher super zufrieden. Das kann man immer in 100er Schritten einstellen. Wir kochen meistens so zwischen 600 und 1200 Watt. Das reicht völlig aus. Und dementsprechend, da unser System ja bis zu 2500 Watt kann, haben wir hier auch keine Probleme. Welches Elektriksystem und so weiter, wie viel Leistung, Solar und so weiter wir alles haben, das kommt gleich natürlich noch im Bereich Elektrik. Jetzt gehen wir hier erstmal Schritt für Schritt weiter durch. Unten drunter befindet sich unsere Technikschublade. Da befindet sich ein Beamer drin, Drohne, Laptop, E-Reader, Tablet, Ladegeräte, Kopfhörer, Musikbox, Massagegun und so weiter. Alles, was man eben so vielleicht braucht oder auch nicht. Das wäre, würde ich sagen, die rechte Seite der Schrankwand. Und damit swipen wir mal rüber in die Küche. Ja, damit sind wir in der Küche angekommen. Ihr seht schon, die ist relativ großzügig dimensioniert. Auf dieser Seite seht ihr gerade nicht, aber gerade mal eingeblendet befindet sich ebenfalls noch ein kleiner Küchenblock bzw. ein Stückchen Arbeitsplatte, damit wir einfach viel Platz haben beim Kochen im Van. Denn für uns gehört Kochen im Vanlife definitiv absolut mit dazu. Wir lieben das Kochen und dementsprechend ist es einfach nice, wenn man da schön viel Platz hat, sich gut bewegen kann. Dementsprechend haben wir hier eine 1,80er Küchenzeile. Ihr seht schon, wir sind auch absolute Gewürzfans. 13 Gewürze an der Zahl hängen hier tatsächlich rum. Die verwenden wir auch tatsächlich. Am Anfang dachten wir auch, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber nee, die kommen alle tatsächlich regelmäßig zum Einsatz. Überall diese passive Beleuchtung, weil das einfach einen schönen Look gibt. Ansonsten haben wir hier unseren Messerblock, den haben wir auch nochmal lasiert, ebenfalls in Mahagoni-Nussbaum-Optik. Das Holz seht ihr gleich in unserem Wohn- und Schlafzimmer sozusagen, wenn wir in den nächsten Bereich gehen, dass das sich hier so ein bisschen durchzieht durch den Van, dieses dunkle Holz. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier gerade sogar bis zur Decke sehen kann. Auch hier an der Decke haben wir überall diese Nussbaum-Optik von den Brettern verbaut und dementsprechend haben wir den halt ebenfalls so lasiert. Da befinden sich so die wichtigsten Messer drin, die wir brauchen. Ansonsten hier noch unsere Spüle, diesmal in Keramikweiß oder in Granitweiß ist es genau. Sehr massiv, wiegt natürlich auch ein bisschen was, aber ist, finde ich, wichtig im Van, da wirklich auch eine Standard-Haushaltsspüle sozusagen verbaut zu haben, dass man hier nicht das Gefühl hat, auf irgendwas verzichten zu müssen. Ihr seht, auch der Wasserhahn ist in Gold gehalten. Der hat zwei Funktionen, einmal ein dünner Strahl und einmal so ein bisschen, ja, eine Art Duschbrause. Das Vorteil an dem ganzen System ist, da wir wieder auf eine Tauchpumpe, 12 Volt Tauchpumpe gesetzt haben, dass es einfach sehr, sehr sparsam ist. Das Ganze lässt sich hier aktivieren,
umschalten, kann man es dann hier, zack, irgendwas reinigen und auch hier wieder deaktivieren. Alles eben über diesen Knopf hier hinten, direkt neben der Spüle. Und ja, hat wie gesagt als nochmal einen kleinen Vorteil, wenn mal irgendwas undicht sein sollte und man nicht im Van ist, im Vergleich zu einem Drucksystem mit Druckpumpe, dass dann nicht der gesamte Van vollläuft. Und auch die Anschaffung der Tauchpumpe ist deutlich günstiger als die einer Druckpumpe. Also ich finde es eigentlich fast nur Vorteile, wenn man mit dem Druck klarkommt. Für uns absolut kein Problem. Dementsprechend auch bei diesem Van wieder ein Tauchpumpensystem verbaut. Daneben befindet sich noch ein weiterer Knopf. Falls ihr euch jetzt fragt, wofür ist dieser Knopf? Dieser Knopf aktiviert unsere Fußbodenheizung. Wir haben hier zweimal Fußbodenheizung im Van verbaut. Einmal hier im vorderen Kochbereich und einmal im hinteren Sitzbereich, den ihr gleich sehen werdet, damit man abends schön kuschelig warme Füße hat, wenn man nach dem Surfen kommt und es doch vielleicht mal ein bisschen kälter wurde. Neben unserer Spüle bzw. neben unserem Wasserhahn hier am rechten Rand der Spüle befindet sich noch unser Seifenspender, ebenfalls in Weiß-Gold gehalten, und der hält während der Fahrt einfach über so eine mit doppelseitigem Klebeband festgeklebte Metallplatte, die Magnete besitzt, und zack, hier ist das Gegenstück und das Ganze ist wirklich bombenfest. Genauso ist auch unser Messerblock installiert hier und auch der ist während der Fahrt wirklich ja noch nie irgendwie ins Rutschen gekommen. Dementsprechend kann ich absolut empfehlen. Hier seht ihr vielleicht noch relativ groß, ich denke nicht, dass ihr den übersehen habt, den Echo Show 15 von Amazon. Das ist ein Alexa-Gerät. Kurz noch stumm geschaltet, nicht, dass hier gleich getriggert wird. Oh, hinten triggert schon die Alexa. Ja, ein Alexa-Gerät von Amazon. Echo Show 15 hinter sich. Das dient zum einen als Smart-Home-Zentrale für unseren Van. Wir können hier alle Geräte drüber steuern. Zum anderen verwenden wir die Einkaufsliste beide auf unserem Smartphone im selben Account und dementsprechend können wir unabhängig voneinander sozusagen auch mal kurz einkaufen gehen und jeder weiß immer genau, was fehlt. Die wird auch immer hier angezeigt. Man kann hier was hinzufügen. Es ist auch noch ein digitaler Bilderrahmen. Und auch die Musik, wenn wir Musik abspielen lassen, dann wird hier immer das Cover angezeigt und das ist halt irgendwie sehr, sehr cool. Deswegen absolut geiles Gerät, finde ich, hatten wir auch schon in der Wohnung verbaut. Sehr, sehr nice, kann ich jedem nur empfehlen. Für mich definitiv die coolste Alexa, die es aktuell auf dem Markt gibt. Habe ich hier sonst noch was zur Küche vergessen? Ich würde sagen, nein, beziehungsweise bis auf diesen kleinen silbernen Ring, den ihr hier seht. Dabei handelt es sich um einen Tower, den man rausfahren kann. Da hat es einfach drei 230 Volt Anschlüsse und auf dieser Seite noch zwei USB mit 5 Volt Anschlüsse. Genau, da laden wir eigentlich oft unsere Geräte. Gerade im Vergleich zum letzten Van auch nochmal kurz, da hatten wir relativ wenig verschiedene Lademöglichkeiten und ich denke, da kann man eigentlich nie genug haben. Dementsprechend haben wir bei dem Van relativ viele Optionen eigentlich verbaut an vielen verschiedenen Stellen, dass man überall seine Geräte laden kann, überall mit dem Laptop gut arbeiten kann und immer Strom sozusagen in greifbarer Nähe hat. Ich würde sagen, das war's von dieser Seite mit der Küche. Wir gehen weiter und schauen uns mal den unteren Bereich unter der Küche an. Wir beginnen mit dem Bereich unter der Spüle und der ist eigentlich sogar recht spannend, denn hier befindet sich zum einen unser Mülleimer, der dieses Mal 25 Liter fasst im Vergleich zum letzten Van, 15 Liter. Und egal wie bewusst und sparsam man mit Verpackungsmaterial und so umgeht, es entsteht immer so viel Müll, es ist wirklich traurig und unfassbar. Dementsprechend sind wir aber froh, dass wir hier 25 Liter mit an Bord haben. Ihr seht schon auch hier wieder einen Bewegungsmelder, der hier schön passives Licht reinwirft. Nebendran befindet sich unsere Spülmaschine Bob, dieses Mal in Mintgrün, im letzten Van glaube ich in ganz schwarz. Ja, erledigt ein super Job, ist oder war damals die kleinste Geschirrspülmaschine der Welt, weiß nicht, ob es immer noch so ist. 2,9 Liter verbraucht ein Express-Durchgang, der dann 20 Minuten läuft. Also es ist auf jeden Fall absolut in Ordnung, läuft bei uns so, würde ich sagen, 4 bis 5 Mal pro Woche. Also erleichtert oder beziehungsweise unterstützt uns definitiv beim Abwasch. Klar, große Töpfe und Pfannen spülen wir immer von Hand, aber so unser alltägliches Geschirr, das übernimmt Bob für uns. Ansonsten ist da noch ein bisschen Stauraum dahinter, alles Mögliche an Spülzubehör. Unseren Wasserboiler können wir hier ein- und ausschalten und das wäre es eigentlich auch so schon von dieser Schublade hier beziehungsweise von diesem Schrank gewesen. Wir machen weiter und schauen uns den Kühlschrank an und der ist ja doch ein sehr auffälliges und knalliges Design. Wieder 230 Volt basiert, hat ein kleines Gefrierfach mit an Bord, wo wir auch frischen Fisch einfrieren können oder auch mal Eis mit an Bord haben, Pommes, denn wir haben auch eine Heißluftfritteuse mit an Bord, aber dazu gleich mehr. Ansonsten auch hier natürlich wieder passives Licht, das den Kühlschrank schön beleuchtet. Ja, ihr seht, der ist auch hier sehr, sehr
aufgeräumt und clean gehalten, denn sogar hier, ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, haben wir solche Aufbewahrungsboxen im gesamten Van angebracht. Das sorgt wirklich für einen strukturierten Alltag und wenn mal doch irgendwie was volllaufen oder siffen sollte, kann man ganz einfach die gesamte Box rausnehmen, säubern und der Kühlschrank bleibt immer so schön aufgeräumt und geputzt, wie er gerade aussieht. Das ist jetzt nicht extra fürs Video, also das ist wirklich einfach nur anhand dieser Boxen, die wir da verwenden, dass es immer so schön ordentlich bleibt. Kann ich jedem im Vanlife nur empfehlen, Ordnung ist alles in einem Van, wenn man nicht viel Platz hat. Neben dem Kühlschrank in diesem Schränkchen befindet sich so alles an sonstigem Geschirr, was wir sonst noch so mit dabei haben. Pfannen, Töpfe, Becher, Gläser, Weingläser, Untersetzer, Bowls, Schälchen, normale Teller, eine Salatschüssel und wir haben hier auch noch zwei elektronische Geräte mit an Bord und zwar zum einen eine Heißluftfritteuse. Ja, die kann natürlich zum einen frittieren mit heißer Luft, was ein bisschen gesünder ist und zum anderen aber auch als Brotbackautomat verwendet werden, was auch ziemlich cool ist. Daneben seht ihr noch unseren Thermomix Fake, der Monsieur Cuisine, glaube ich, von Lidl. Den hatten wir auch schon im letzten Van dabei. Macht immer sehr, sehr geilen Teig für Pizza, Brötchen, Baguette, was auch immer man backt. Und auch den würden wir, glaube ich, oder auch auf den würden wir nicht mehr verzichten wollen. Ja, ich glaube, das war es auch schon aus diesem Bereich. Oben drüber geht es noch weiter mit unserer ganz normalen Besteckschublade. Hier haben wir Gabeln, Messer, Löffel, alle möglichen Fernbedienungen, wo wir hier alles Mögliche steuern können im Van. Ein bisschen Pfannenmaterial noch, ein Weinöffner und so weiter. Ihr seht alles Mögliche an Krimskram, wie so eine Schublade eben aussieht bei den meisten zu Hause. Falls ihr euch fragt, wie wir unsere Schubladen während der Fahrt sichern, die haben alle jeweils zwei Magneten verbaut, also sind wirklich fest und sind während der Fahrt, glaube ich, bisher noch nicht ein einziges Mal aufgegangen. Auch das, kleines Learning vom letzten Van. Das kann ich jedem empfehlen, diese Magneten überall anzubringen. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Alles ist super sicher während der Fahrt und macht trotzdem alles noch einen soliden und stabilen Eindruck, wie ihr sehen könnt. Auf der gegenüberliegenden Seite hier, sozusagen auf der linken Seite des Eingangsbereichs, gibt es die ebenfalls vorhin schon kurz angesprochene erweiterte Arbeitsplatte und drunter gibt es auch nochmal drei Schubladen. Wir fangen von oben nach unten an. Oben gibt es einfach einen kleinen Bereich, den meine Freundin und ich uns teilen. Da befindet sich nur Unterwäsche drin und von mir hinten noch so ein bisschen Badeshorts, denn ich habe keinen zweiten Bereich für meine Klamotten. Dazu kommen wir aber gleich noch, denn hier drunter geht es weiter mit der ersten Schublade der Klamotten meiner Freundin. Ihr seht es auch hier wieder, alles schön organisiert. Ordnung ist, wie gesagt, alles im Van und erleichtert einem den Alltag ungemein. Ganz unten haben wir hier noch eine Schublade mit allen möglichen Vorratssachen, sage ich mal. Reis, Tee, Brötchen, was ist hier sonst so drin? Sushi-Blätter, Maisdosen. Ihr seht es, also alles, was eben ein bisschen länger haltbar ist und nicht schlecht werden kann eigentlich. Konserven haben wir da auch noch einen Haufen drin und so weiter. Ansonsten hier an der Schiebetür haben wir hier auch noch so eine Verdunklungsmöglichkeit, die wir abends zuziehen, um da natürlich dann auch das Ganze hier blickdicht zu haben. Das wäre es, würde ich aber erstmal sagen. Von dieser Seite schauen wir uns noch die Hängeschränke auf der gegenüberliegenden Seite kurz an. Über der Küchenzeile, wie ihr sehen könnt, befinden sich zwei große Hängeschränke, jeweils mit unserer Kleidung. Einmal meine Kleidung. Ebenfalls wieder mit Bewegungsmelder und LED-Licht, dass wir hier schön Licht immer haben. Ich habe dieses Mal, glaube ich, deutlich mehr Klamotten als auf der letzten Reise dabei. Aber ich hatte noch gefühlt vielleicht erst 10% davon an. Naja, werde ich schon noch alles irgendwie tragen. Meine Freundin hat hier auch nochmal ihren Bereich. Alles auch natürlich ein bisschen organisiert wieder hier, weil sie viele verschiedene Sachen hat, wie Kleider, Tops und sowas. Das fällt ja beim Mann alles weg. Dementsprechend auch hier wieder alles schön sortiert in den Kisten. Ich denke, das war es dazu auch schon. Was interessiert euch jetzt? Wahrscheinlich ist es schon Zeit, ins Wohnzimmer zu switchen. Vielleicht noch einmal kurz, seht ihr hier, das hier ist noch unser Obstnetz. Hatten wir ebenfalls schon im letzten Van mit dabei, hat mir meine Schwester mal aus Makramee gemacht und das durfte natürlich auch wieder nicht fehlen. Bevor wir jetzt aber gleich ins Wohnzimmer switchen, noch eine kleine Sache und zwar seht ihr hier zum einen unsere Pflanze, die hier schön hoffentlich bald durch den ganzen Van wächst, aber zum anderen sind hier auch noch Seile, denn hier gibt es eine Anbringungsmöglichkeit für unseren Hängesessel. Den nutzen wir auch super gern. Das ist auch mit einer unserer Lieblingsspots, würde ich sagen, des Vans. Da kann man auch ganz entspannt die Schiebetür aufmachen und da drin noch abends schön sitzen, lesen, die Wellen beobachten und so weiter. Ich denke mal, ihr wisst, wozu ein Hängesessel alles gut ist. Ja, und damit würde ich sagen, switchen wir wieder die Kamera und wir gehen mal ins Wohnzimmer.
herein in die gute Stube. Ihr seht schon, hier kommt mal wieder der klassische Lagunen-Campingtisch zum Einsatz, beziehungsweise kommt ja eigentlich aus dem Bootsbau. Den nutzen ganz viele Camper, haben wir auch schon verwendet. Vorteil, man kann den Tisch wirklich da positionieren, wo man ihn braucht, oder auch komplett das Ganze aushängen und ihn aus dem Weg räumen. Ihr seht, das ist eine Rundumverglasung diesmal im Van geworden. Im letzten Van hatten wir viel zu wenig Fenster. Dieses Mal haben wir 9 Fenster an der Zahl eingebaut. Und es ist wirklich ein tolles Gefühl, wenn man hier sitzt. Auf der einen Seite sehen wir hier Berge, auf der anderen Seite sieht man das Meer. Man fühlt sich, als wäre man draußen, als wäre man sozusagen die ganze Zeit in der Natur, obwohl man im Van eigentlich ist. Und das ist wirklich ein ziemlich, ziemlich cooles Gefühl. Würde ich auch, glaube ich, genauso wieder machen, falls es mal einen dritten Van, wie gesagt, geben wird. Ja, ihr seht, es gibt eine U-Sitzecke. Dieses Mal haben wir die Möglichkeit, bis zu sechs, zu siebt hier entspannt zu chillen, abends, keine Ahnung, gemeinsam zu essen, ein bisschen was zu trinken, Karten zu spielen, was auch immer, mit anderen Leuten, die wir kennenlernen. Das war auf der letzten Reise ein bisschen das Problem. Wir konnten im letzten Van wirklich so entspannt eigentlich nur zu zweit sitzen. Und immer wenn wir dann mal mit anderen Vanlifern oder so abends den Abend verbracht haben, dann sind wir zu deren Van oder in deren Wohnmobil gegangen und dementsprechend dachten wir, hey, das ist doch sowas Cooles, das wollen wir dieses Mal auch haben, diese Möglichkeit. Dementsprechend haben wir uns für das Hubbett entschieden, was hier gerade über mir hängt. Dazu kommen wir natürlich gleich noch, wenn es ins Schlafzimmer geht, aber jetzt erstmal noch hier alles Weitere zum Wohnzimmer. Ihr seht, diese Sitz-U-Ecke, da drunter befinden sich verschiedene Bereiche. Wir gehen das Ganze kurz Schritt für Schritt durch. Also wir haben hier einmal, fangen wir an mit der Elektrik. Ich denke, das interessiert auch viele von euch, was haben wir hier alles verbaut. Unser Grundelektriksystem ist die Akkubox von Active, die Akkubox 240S. Die hat einige Vorteile, denn es ist ein komplettes All-in-One-System. Ja, es ist im Prinzip Plug-and-Play. Ihr holt euch ein bisschen Solar dazu, stöpselt es an und zack, könnt ihr eigentlich schon mit eurem Van losfahren und habt alles mit an Bord, was ihr braucht. 230 Volt, ein 12-Volt-System. Ihr habt einen Wechselrichter mit dabei, der bis zu 2500 Watt kann. Es ist ein integrierter Ladebooster mit dabei und auch noch ein Laderegler über Solar, der bis zu 400 Watt sozusagen einspeisen lässt, und das ist schon eine ganze Menge. Wir haben auf dem Dach insgesamt 800 Watt Solar. Jetzt fragt ihr euch, warum 800, wenn die nur 400 kann? Ja, wir haben die Akkubox erweitert. Die hat ja 240 Amperestunden, deswegen heißt sie auch 240S. Wir haben jetzt noch eine 250 Amperestunden Lithium-Batterie sozusagen angeschlossen, dass wir insgesamt auf 490 kommen. Nochmal einen kleinen Solarladeregler, ebenfalls von Active, und nochmal 400 Watt. Dementsprechend 800 Watt Solarleistung, 400 und 400. Und haben jetzt, wie gesagt, eine Gesamtleistung oder eine Gesamtkapazität von 490 Amperestunden. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Gerade bei unseren ganzen elektronischen Geräten, wie unserem Kühlschrank, der auf 230 Volt läuft, unsere Fußbodenheizung, die 230 Volt basiert ist, die Spülmaschine, unser Echo Show 15, unsere Eiswürfelmaschine. Ja, wir haben eine Eiswürfelmaschine. Unsere Küchenmaschine, unsere Heißluftfritteuse, ihr merkt schon, fast alles ist in diesem Van auf 230 Volt gebaut. Ist einfach das einfachste System, und wenn man das Ganze eben ein bisschen größer dimensioniert mit der Elektrik, dann hat man da auch keine Probleme. Und ich muss sagen, bisher kommen wir da wirklich 1A hin, und das, obwohl wir jeden Tag mit Strom kochen, über das Induktionskochfeld, die Fußbodenheizung verwenden, der Kühlschrank 24/7 läuft. Und auch sonst schauen wir eigentlich nie auf den Strom, es passt schon. Ja, weiter geht es. Was befindet sich da noch drunter? Der Anschluss der Standheizung, denn wir haben natürlich die ganz normale klassische Plana R2D, die, glaube ich, fast jeder, der eine Standheizung verbaut hat, irgendwie verbaut hat, außer man setzt auf so eine China-Standheizung. Die geht durch unseren Warmwasserboiler, der über 230 Volt läuft, ebenfalls auch nochmal 230 Volt. Dadurch haben wir warmes Wasser, sobald die Standheizung mal an war. Die hatten wir bisher aber eigentlich nur an, als wir jetzt noch nicht auf den Kanaren waren. Denn hier braucht man die natürlich schon nicht mehr. Und dementsprechend, ja, ist es trotzdem, glaube ich, nice to have, die an Bord zu haben. Wer weiß, wo wir in einem oder 5 Jahren sind. Aber dementsprechend ist es, glaube ich, gut, das einfach mal mit an Bord zu haben. Hier hinten haben wir das Panel, hier können wir die einschalten. Das Gute daran ist, wenn das Bett runterfährt, können wir die dann auch vom Bett ein- oder ausschalten, und man muss dann nicht aufstehen. Dementsprechend haben wir hier den Platz gewählt, was, glaube ich, ganz cool ist. Über dem Bett haben wir noch 2 Echo Dots, die sozusagen in Kombination mit dem Echo Show 15 unser gesamtes Soundsystem des Vans wiedergeben, und auch wenn wir abends Filme über unseren Beamer schauen, worauf wir gleich noch zurückkommen, lässt sich das Ganze eben als Surround-System einrichten, und man hat links und rechts wirklich verschiedene Quellen sozusagen, und das fühlt sich dann sehr cool an vom ganzen Sound her, und das in einem Van. Bin ich auf jeden Fall zufrieden mit der Lösung. Hier haben wir eine kleine Mini-Garage in diesem Sitzbereich sozusagen. Da ist Platz für unsere Neoprenanzüge, fürs Surfen, fürs Tauchen, Flossen, unser Duschvorhang für die Outdoor-Dusche, eine Picknickdecke, ein Grillgitter zum Grillen,
alles Mögliche an Zeug, was man eben sonst so noch mit dabei hat, eine Wäscheleine und so weiter. Hier drunter befindet sich unser 148 Liter Wassertank, ähnlich wie im letzten Van. Damit können wir so 5 bis 7 Tage autark stehen, je nachdem, wie viel wir surfen gehen und wie viel wir unsere Neoprens und Surfbretter dann eben abspülen mit Süßwasser. Aber so, das war immer ungefähr so die Zeit, die wir überbrückt haben. Und ansonsten in dieser länglichen Sitzbank hier oder unter dieser länglichen Sitzbank befindet sich noch so alles Mögliche. Das ist so ein bisschen unsere Stauschublade, einfach von Kanu über Luftmatratzen, Schwimmdonuts, Bastelschublade, ein Campinggaskocher noch mit Ersatzkartuschen, ein bisschen Werkzeug und so weiter, befindet sich halt alles Mögliche drin, was man halt so mal brauchen könnte, so ein bisschen vorratsmäßig. Hinter mir seht ihr noch den Anschluss der Außendusche, denn wir haben auch eine Außendusche mit an Bord. Die kann man einfach dann beide Flügeltüren aufmachen sozusagen, arretieren, dann den Duschvorhang vorziehen und schon hat man hier wie eine Outdoor-Duschkabine, wo man auch privat duschen kann. Das Ganze ist extra nicht fest verkabelt mit einer fest eingebauten Tauchpumpe, damit man auch die Möglichkeit hätte, die Outdoor-Dusche sozusagen direkt, wenn man irgendwo die Möglichkeit hat, dort die Tauchpumpe reinzuhalten. Das geht über Akku, dann klickt man den Knopf und zack, kann man sich überall eigentlich abduschen und nicht nur eben über den Tank des Vans. Ich würde sagen, damit genug vom Wohnzimmer, vielleicht noch ein kurzer eingeblendeter Shot, wie das Ganze hier aussieht, wenn wir den Beamer installiert haben und wenn wir die Leinwand runtergelassen haben, denn die hängt hier über dem Bett und da werden wir eigentlich oder haben schon einige Abende auch hier verbracht, liegend. Wenn wir aber Lust haben, das Ganze im Bett zu schauen, dann geht es natürlich auch, denn wenn man das Bett runterlässt, was ja motorisiert funktioniert, was ich euch auch gleich zeige, dann kann man den Beamer natürlich auch oben an der Decke einfach einklippen und wir können vom Bett aus einen gemütlichen Beamerabend machen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ja, und wenn es dann für uns abends heißt, jetzt geht's ab ins Bett, klicken wir hier einmal drauf, legen meistens noch eine Decke hier einfach hin als kleinen Schutz für die Arbeitsfläche, klicken das hier noch ein, zack, als Unterstützung. Und dann heißt es nur noch abwarten. Und schlummern. Ihr seht's, man geht dann einfach hier oben drüber sozusagen rein. Zack. Und schon liegt man hier wie auf Wolken. Wir haben hier oben noch ein Dachfenster sozusagen 50x70 verbaut, wo wir in die Sterne schauen können. Man könnte theoretisch sogar hier auf die Dachterrasse rausgehen. Die Dachterrasse zeige ich euch natürlich noch gleich. Das Ganze lässt sich dann auch verdunkeln oder eben nur mit Fliegenschutz verwenden oder eben ganz ohne was. Man kann das Fenster aufstellen, wie gesagt, hier auch auf die Dachterrasse rausgehen. Aber das seht ihr dann alles gleich noch. Ansonsten hier befindet sich noch ein selbstgebauter Sternenhimmel. Der lässt sich in allen möglichen Farben einstellen, ist auch 12 Volt basiert und den verwenden wir eigentlich abends immer, wenn wir hier mal noch ein bisschen was anschauen oder schon im Bett liegen und noch ein bisschen irgendwie was lesen oder ein bisschen daddeln, dann sind wir da eigentlich immer recht froh, wenn der Sternenhimmel an ist. Der gibt immer so eine schöne beruhigende Atmosphäre und ist definitiv für uns eins der Highlights des Vans, absolut. Ansonsten hier vorne befindet sich, wie ihr sehen könnt, die Leinwand, die kann man hier ganz einfach runterlassen, die lasse ich mal kurz runter, dann bin ich weg und schon könnte man den Beamer hier oben installieren und einfach beamern. Ja, so einfach ist das Ganze. Wie das Ganze aussieht, habt ihr natürlich gerade eingeblendet gesehen. Ich mache das Ganze mal wieder hoch, komme mal wieder runter zu euch. Na, Joey, wo gehst du hin? Runter, in Ordnung, ich auch. Und ich würde sagen, damit gehen wir gleich noch zum letzten Bereich des Vans, und zwar der Dachterrasse. Noch ein Wort vielleicht zur Fahrerkabine, was mir gerade noch einfällt. Dort habe ich natürlich auch ein bisschen was noch verändert. Und zwar zum einen habe ich eine Drehkonsole eingebaut beim Beifahrersitz. Das heißt, der lässt sich jetzt auch komplett rumdrehen. Wie häufig wir das verwenden, weiß ich nicht. Bisher wirklich noch kaum, weil ihr habt es gesehen, wir haben so viele verschiedene Sitzmöglichkeiten im Van, dass wir das noch nicht genutzt haben. Aber wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann noch. Und zusätzlich haben wir noch ein neues Navi-Infotainment-System eingebaut. Das ist, glaube ich, irgendein No-Name-Ding. Müsste ich mal in Amazon genau nachschauen, wie es heißt. Hat auf jeden Fall nur um die 250 Euro gekostet und ist wirklich bombastisch. Apple CarPlay und Android Auto mit am Start. Es verbindet sich alles immer direkt. Der Radioempfang ist super, Soundsystem ist damit auch super vernetzt und ja, kann ich wie gesagt jedem empfehlen. Ansonsten haben wir im Fahrerbereich, im Fahrerhaus vorne nichts gemacht. Ich würde sagen, damit genug wirklich jetzt vom Innenraum. Schauen wir uns abschließend noch die Dachterrasse an. Das ist wirklich eins meiner Herzstücke hier im Van. Auf der Dachterrasse angekommen, seht ihr schon links und rechts, befindet sich jeweils ein Klappsitz. Da sitzen wir abends super gerne, um einfach mal, wie gesagt,
in den Sonnenuntergang noch reinzuschauen, ein bisschen was zu lesen, sich zu sonnen, zu entspannen. Man klappt das einfach hoch. Das ist eigentlich auch schon unser gesamter Bereich auf der Dachterrasse, wirklich auch für uns einer unserer Lieblingsspots. Ja, liebe Leute, das war also die Roomtour des Campervans, meines zweiten Ausbaus. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls euch das Ganze interessiert, falls ihr unsere Reise mitverfolgen wollt, schaut gerne mal auf unserem Instagram-Kanal Van Explorer vorbei. Dort versorgen wir euch wirklich täglich mit neuem Content. Natürlich bei mir auf meinem Instagram-Kanal Real Vanix folgt auch ein bisschen was. Wie gesagt, beide Kanäle sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch wirklich recht herzlich fürs freundliche Zusehen. Falls irgendwelche Fragen offen geblieben sind, in die Kommentare damit. Ich versuche wirklich, so gut es geht, alles zu beantworten. Ich weiß, Thema Camperausbau ist immer ein Riesenprojekt, vor allem wenn man es noch nie gemacht hat. Und da sind sehr viele Fragen offen. Und wie gesagt, alle Produkte, die ich verwendet habe, die ich hier verbaut habe, findet ihr verlinkt in der Videobeschreibung. Klickt euch da gerne mal durch, falls ihr interessiert an irgendeinem Produkt seid. Ansonsten macht's alle gut, bleibt gesund und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.